So, da sind wir bei Shadow of Memories. Weiter geht's. Wir stehen auf Marktplatz 2001 und Hugo bedroht Margaret mit einem Dolch. Also es hat sich am Ende beim letzten Mal dann doch relativ schnell in Geiseldrama verwandelt und wir haben jetzt 20 Minuten Zeit, Homunculus zu finden und ich habe nicht so wirklich einen Plan, wo ich suchen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Soll ich hier mal gucken? Ich könnte mich hier vielleicht mal umschauen. Vielleicht steht er halt auch wirklich in der Zeit schon rum. Oder ich gehe mal zur Wahrsagerin. Vielleicht hat die irgendwie einen Plan. 2001 ist ja im Alchemistenhaus eine Wahrsagerin drin, die wir auch schon eine Weile nicht mehr besucht haben. Ausgeschlossen, ist natürlich super, dankeschön. Homunculus, rennst du hier irgendwo durch die Gassen? Es gibt halt auch nicht irgendwie nur einen Ort, an dem man sagt, okay, da steht er halt immer irgendwie rum, da trifft man ihn immer mal wieder. Also man hat ihn in 1584 getroffen, man hat ihn hier getroffen, er war 1980 dabei, das Baby von Eckert zu klauen. Und aus dem Grund wird die Sache auf jeden Fall nicht einfach. Wie Ike schon selber gesagt hat am Ende, ich kann ihn nicht einfach rufen, ich kann nicht einfach wünschen, dass er da ist. Es funktioniert so nicht, Alter. Wollte aber alles nicht hören und... Weiß nicht, wenn ich mir so die kalten, toten Pinguinaugen von Hugo anschaue, dann habe ich irgendwie das Gefühl, als würde es wirklich durchziehen und Margarets Blut hier auf dem Marktplatz verteilen. Das möchte ich gern vermeiden, wenn ich ganz ehrlich bin. 1584. Ob in dieser Zeit etwas mit Hugo geschieht? Lässt sich auf jeden Fall rausfinden. Schauen wir mal. Das sind halt auch immer wieder so Dinger. Okay, ich dachte, wir müssen Homunculus finden. Und Ike rennt in irgendeine Zeit und sagt, ey, wir müssen den Typ... Okay, wir suchen jetzt den Typ. Scheinbar suchen wir den Typ, wenn Ike das sagt, muss es stimmen. 13.08.1584. Sind wir jetzt dann irgendwie vor der Explosion? Ladies, habt ihr den Knall gehört? Did you see it? Awesome, wasn't it? Quite a sight. That house, that explosion. Heavens! Ja, okay. Gab auf jeden Fall schon die Explosion. Schauen wir doch mal ins Alchemistenhaus rein. Vielleicht hängt er da rum. Da saß Homunculus auch schon mal rum. Oder Hugo vielleicht? I guess Hugo isn't here yet. Scheinbar nicht. Will er ihn davon abhalten, überhaupt erst die Zeitmaschine zu finden? Was willst du gerade eigentlich machen? Ist manchmal nicht so zu durchschauen, was der Kerl hier eigentlich vorhat. Okay, die Maschine ist auf jeden Fall weg. Wir können hier nach hinten laufen. Bringt uns aber nicht so wirklich was. Hier am Schrank vielleicht. Ah, hier unten liegt irgendwas. Das sind die Notizen, von denen er gesprochen hat. Dr. Wagner eigentlich verbrennen wollte. Dr. Wagner's research data. This is all about homunculus. Composition, method of creation. That's it. What if Hugo never reads this stuff? Without the homunculus data, Hugo would never attempt to recreate his mother. Come to think of it, if he never learns of homunculus's existence, he wouldn't want revenge. No revenge, no time machine. I feel bad for Dr. Wagner, but I've got to get rid of this part. Hugo, wait up. Hurry up. Hugo? He's back? Father! Father! Ab in den Ofen mit dem Scheiß. Ike, what are you doing here? Kochen. Oh, Dr. Wagner said to meet him here. They told us there was a huge explosion, so we... I actually just got here, too. I didn't see Dr. Wagner. We were so worried. We thought he may be lying here hurt, or... Anyway, I guess it's a good sign that he isn't here, right? What are you burning? Oh, that... nothing. Nothing important. Okay, then. So, sis, where could Father... Well, we'll go take a look around. I'm sorry, but we have to go out for a while. We'll talk soon. Okay, take care of yourselves. See you around. Bis dann. Gerade noch mal rechtzeitig gekommen, wie es scheint.
Hugo scheint noch kein psychotischer Killer zu sein, der auf Rache sind. Gut, okay. Das Ding wurde also noch nicht mal gebaut, jetzt habe ich es geschnallt. Ach Gott. Alles ein bisschen verworren, aber macht so langsam auf jeden Fall Sinn. So. Das heißt, theoretisch... Theoretisch haben wir es doch dann aufgelöst. Wenn er die Dokumente nie findet, dann will er uns nie killen. Das heißt, die Anschläge an uns werden nie verübt und wir bleiben am Leben. Alle sind glücklich. Irgendwann sind die Räder auch noch rund und dann geht's hier los. Gut, schau mal. Gehen wir wieder zurück am allerbesten. Und dieser Zeit, was mit Hugo geschieht. Vielleicht. Lass mal zurück in unsere Zeit gehen. Auf dem Marktplatz dürfte er ja dann theoretisch nicht mit dem Dolch rumstehen. Oder habe ich da irgendein kleines Detail vielleicht doch noch vergessen? 9.04.2001, 4.28 Uhr. Okay, wir kommen direkt an der Bibliothek raus. Ist da irgendwas notiert dazu? Zum Gemeindeplatz, gut. Laufen wir da mal hin. Vielleicht haben wir da dann Glück und er ist nicht mehr da. Das wäre so der beste Ausgang, den ich mir jetzt gerade wünschen würde. Wenn das wirklich alles komplett zurückgedreht worden wäre durch die Aktion, gerade eben, dass wir das Zeug verbrannt haben. Aber ich glaube einfach mal nicht, dass es so einfach wird. Ich befürchte fast, dass es da noch das eine oder andere Detail gibt, das ich gerade einfach nicht im Kopf habe. Ja, nein, oh, okay. Beiden sind immer noch da. What the? Hugo's still here? Wasn't it enough just to burn the research data? Scheinbar nicht so wirklich. He's nowhere to be found. Where could Father be? Hugo, what is it? Just wondering. I mean, what could he have been burning? Das hat ja nicht wirklich gut funktioniert. Also hat er sie letztendlich doch noch bekommen. Didn't I tell you to bring Homunculus? If you won't do what I say, I'll... Okay. Hugo! Tackle ihn! Nein? Distillation? Something? And with... Aua, das Rezept falsch abgelesen, weil ein Teil davon verbrannt war. Was passiert hier gerade? Hat es dann doch irgendwann aufgegeben? Hugo, what are you doing? Something method. It's no good. I can't read this. Are you done looking at that rubbish? Hey! Oh, please. You said yourself it was too burnt to make out. Anyway, we have something more important to do now, right? I think Ike's out there looking for Father, too. Come on! We can't let him do all the work, can we? Yeah, guess you're right. Okay, hat's aber doch gerade noch mal so funktioniert. Damn it! What went wrong? What did I do to deserve? Hugo! Hugo! Hugo's all right. What? The past's been changed. That's why... What do you mean? What's going on?
Hugo, what happened to Hugo? Answer me! It's all right. Everything's okay. What kind of an answer is that? Ugh! What? What the? No! Oh! I get it now. By changing Hugo's past, I've canceled the existence of the time machine itself. Weg. Is it over? All this? Hat es jetzt endlich doch funktioniert? Zumindest scheint die Zeitmaschine jetzt nie existiert zu haben. Dementsprechend sind die beiden wieder zurückgezogen worden und das ist der Epilog. Scheinbar haben wir wirklich unseren Tod verhindern können letztendlich. Jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt, wie die Geschichte zu Ende geht. Well, looks like it's over, doesn't it? Mm-hmm. Good job, Ike. I was trying to change my destiny. And you did. Was it all for you? You used me just to make sure you'd be created, that no one would stop you from living. And in doing that, I changed other people's lives. Is my own fate worth that much? Is yours? So how am I supposed to feel? Oh, please. Enough with the gloomy angst, Ike. Are you trying to put me on a guilt trip? I mean, who cares? Yes, you managed to preserve my destiny. If you had been killed, I would never have been born. Immortality has its perks, but you have to exist first. Damn it! I don't believe this! So I was just being used after all. Oh, by the way, I need the digipad back. Hol's dir. Here you are. Oder so. Time for me to go. I suppose we won't be seeing each other again, in all likelihood. Das war's. Kein Tschüss. Kein Nichts. Geht einfach. Wow. Das war ein komischer Sonntag. Auf jeden Fall der komischste, den IG erlebt hat. Saw the light of day. Are you my so-called master this time around? What the? What yourself? You're the one who broke the seal. So, what do you desire most? Immortality? Eternal youth? To be filthy rich? Name it, and it's yours. What is this? What lunacy? But of course, your soul is mine when your futile existence ends. Until then, you can do whatever you like. Come on, name your wish. For what? For this, I... What did you say? I didn't catch that. Was my research in vain? Was I wrong after all these years devoted to my task? Helena, forgive me! Oh, hurry up, will you? Give me my youth. I want to start my life over. And if possible, let me stay that age. Sure thing.
there. That young man the other day, I envied him his youth. Am I? Did it really work? Trust me, okay? You got exactly what you wished for. Your work here is done. It's back to where you came from, demon. Wer mitgedacht hat. A pentagram. It's no great art to get rid of the likes of you, but I was well advised to ready an additional barrier. Return to the stone from whence you came. And I will start my research, and my life, from the beginning. You... Damn it, you'll pay for this. No pentagram is completely... like my pure mind of memories. Be damned to the endless night. Where am I? Beautiful stone. Ist alles, was er weiß. Sieht genau aus wie Ike. Ist er Ike? Wer war Ike die ganze Zeit? Okay, das Spiel wird nur verworrener, je länger man sich's anschaut. Viel mehr scheint er wirklich nicht mehr im Kopf zu haben. Er sieht auch mehr als verloren aus gerade. Okay. Leute, das war Shadow of Memories und ich bin unglaublich verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war eines von den 5 Enden, die es in dem Spiel gibt. Das heißt, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel zu entdecken. Ich kann jedem nur empfehlen, das Spiel selber mal zu spielen. Es gibt so viele Sachen, die einfach anders sein können. Nebenquests, die man auch machen kann. Wirklich sehr, sehr interessantes Spiel. Wirklich auch ein Adventure-Game der anderen Art mal zur Abwechslung. Wie ich schon am Anfang angesprochen hatte, mir fällt spontan kein zweites ein, das sich so spielt wie dieses Spiel. Ich finde es extrem genial. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Schauen wie ich beim Zocken. Vielen Dank für die Likes, für die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem der nächsten Let's Plays wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Was haltet ihr von dem Ende, das ich gerade bekommen habe? Versteht ihr vielleicht ein bisschen mehr? Klärt mich auf. Ich bin Beta. Bis dahin. Haut rein.